Oh Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Dragon's Dogma. Ja, in der letzten Folge, im letzten Part, habe ich gerade eben vergessen, den Timer verkackte Scheiße einzustellen. Moment, Start. So, Dankeschön. In der letzten Folge sind wir reingegangen in die Katakomben, um den... diesen Kult. Hä? Ach so, er meint die Untoten, die da rumstehen, die ihr wahrscheinlich gar nicht seht. Ich nehme jetzt nämlich neue mit neu. Nein, nimmst du nicht, ich nehme das. Ha! Ich nehme mit neuer Software auf, beziehungsweise neue Hardware. Aua. My strength fails me. Mind you aren't cursed. Ach, wir sind verflucht. Ja, da war ein Fluch im Grab drin. Das ist schön, ne? Nicht wahr? Ey, Spinne, ich hab dich doch getroffen. I'll take that. So, ich, will mal anzünden. Die bemerken uns noch nicht, obwohl wir direkt neben ihnen sind. Das ist auch... Ich bin schon wieder verflucht. Komm mal her. Ach, da ist er schon. Naja, hat er das nochmal gezaubert. Egal. Skelette sind hier. Oh, das sind Magier-Skelette. Ja, das Skelett ist ja geschickt. Es ist ein Magier. So. Miasma. Bringt Miasma eigentlich was bei Skeletten? Ich meine, im Prinzip sind es ja Untote und können nicht wirklich vergiftet werden. Irgendwie. Glaube ich. Ja, ein anderer Weg. There's another way. Alraune. Oh. Er hat sie mir vor meinen Augen weggeschnappt, dieser Bastard. Ich hasse ihn. Und nimmt sich niemals Geld mit. Ach, hat. Ja, das geben... Skelettmagier geben gerne mal so spezielle Sachen. Wie eben diesen Achat oder... Oh, hier sind noch mehr Skelette. Zack. Und einer ist kaputt gegangen dabei. Bei meiner Attacke. Und zack. Ha, wie geil, wie viel Spaß das macht, ey. Ist echt unglaublich, wie viel Spaß das macht als Krieger. Ja, das ist gut. Also wir kämpfen schon die ganze Zeit gegen Skelette und er klingt so übel überrascht, so, oh mein Gott, das sind Knochen, die sich bewegen, menschliche Knochen, die sich bewegen, what the fuck? Ja, sinnvoll. So, wir gehen mal hier kurz hier hoch. Und hier geht's theoretisch durch. Ja, dann versuch mal ranzukommen, Kollege. Hey, da ist ein Schatz, Meister. Hey, da ist ein Schatz. Guck mal, da ist ein Schatz. Ja, hinter einem verdammten Gittertor. Will hier einfach nichts mitnehmen, ne? Hier Alteisen. Ach, jetzt. Klar, wenn ich 20 Mal hinlaufe, dann wollte er plötzlich auch. Komm, hier hat es doch vorhin geleuchtet, gerade eben vorhin. Oh Gott, hier geht's ja noch deutlich weiter rein. Wusste ich gar nicht mehr. Shall we? We can always turn back if it proves dangerous. Don't allow them to swarm. Let's have a look. Hä? Glaubt ihm nicht, dass sie ausschwärmen? Wem? Was? Warum? Ich höre hier irgendwas sich bewegen. Was war das bitte schon gerade eben von der Kamerafahrt? Oh. Oh, das haben sie beide abgewehrt, diese Bastarde. Ja, ja, sehr geskillt. So, der ist auch kaputt. Beide Erzadern sind leer. Okay, gibt's hier noch mehr Erz? Ach nee, jetzt kommen wir hier zu der Kiste. Kiste. Plattenharnisch.
Ausrüstung. Federleichte Pelter, nein. Erlösergewänder Garnitur. Brauchen wir die nicht? Ich glaube, die brauchen wir. Plattenharnisch. Es ist für weiblich. Eben Taui. Ich glaube, sie kann das nicht anziehen, oder? Doch, kann sie. Theoretisch. Macht sie schlechter. Also, wobei, das ist... ich weiß nicht. Das ist einmal aufgewertet. Das ist noch nicht so krass aufgewertet, dass man sagen könnte, welches von beiden besser ist. Im Endeffekt. So, da geht's weiter. Nicht mit mir, Kollege, nicht mit mir. Gib mir deine Hake. Und flieg! Ja, verzauber doch mal meine Waffe. Übrigens hier sehr gefährlich. Nicht mal unbedingt für mich, weil wenn ich runterfall, bin ich tot, dann muss ich neu laden. Aber wenn Vasall runterfällt, dann ist er weg. Nee. Ah, fuck, hier ist ein Ogre. Shit, ich hätte vorher speichern sollen. Kann ich noch speichern? Bitte lass mich speichern. Ach, fick dich doch. Ja, okay. Ich möchte aber gerne erstmal die... Ja, die Untoten ausschalten. Wow. Okay, das ist ein leichter Ogre aus irgendeinem Grund. Er hat keine Energieleiste, keine große. Aber trotzdem macht ihm halt kaum Schaden. Oh, voll in den Arsch. Das heißt, er geht nur auf Taui los. Oh. Komm, er hält ihn. Ja, 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 das tut er. Er hält ihn. Hahaha. Das ist so lächerlich. Yay, Stufe 34. Und Auftrag gemeistert. Das war unser zweiter Ogre. Ogre Sporn. Totenschädel. So, jetzt können wir hier das Zeug sammeln. Hier, es gibt nämlich einige Erze. Katakombengold. Das gibt es, glaube ich, sogar nur hier. Irgendeiner von denen kämpft schon wieder. Silbererz. Kupfererz. Okay, hier ist eine Truhe. Nee, Goki, die ist nicht für dich. Magisches Schuhwerk. Nehme ich mal an mich. Rostige Dolche. Wieder Waffen, die niemand braucht. Das ist auch immer ganz lustig. Auftrag gemeistert. Ich glaube, das war mit den Untoten. Bin mir ziemlich sicher, dass das mit den Untoten war, dieser Auftrag gerade eben. Hier ist noch mehr Erz. Was soll ich dir überlassen? Nachterz. Magnetstein. Magnetstein. Kann man, glaube ich, auch bei einem Viech finden, das wir später noch treffen. Ich bin mir nicht sicher, gerade. Aber ich glaube, dem war so. Und ich speichere jetzt mal kurz. Ich habe gelernt, immer häufig und regelmäßig zu speichern. Nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, was so passiert. Deswegen lieber mal speichern. Oh, da hat's geklingelt, aber ich gehe nicht ran. Weil ich nicht rangehen kann. Bin gerade beschäftigt mit Aufnehmen. Ja, so ist es. Sollte vielleicht nicht so nah dran stehen, wenn ich Dinge öffne. Wobei, wir haben ja Goki dabei. Was ist denn da? Ein Geldbeutel der Wohltätigkeit. Was soll ich mir überladen? Okay. Muss mal ein wenig Zeug wegpacken. Hauliger großer Fisch. Bestimmt sind es die ganzen Materialien. So, hier. Hier.
Sollte aber aufpassen, dass ich Taui nicht überlade. So, das kriegst du, die Echsenschwanz. Irgendwie so. Das ist die Mehrzahl von Echsenschwanz. Hm. Das muss mir mal verraten. Liebes Spiel. So. Den Rest kriegt jetzt Goki. Wie gesagt, ich möchte Taui nicht überladen. Und wie viel wir dabei haben. Das ist richtig ekelhaft. Ja, ich weiß, das sind zwei Sachen, aber ich mache mir jetzt nicht die Mühe und wechsle auf zwei. Ich mache einfach... ich hämme einfach auf A. Da geht das schneller. So, hier kommen Skelette. Also... Hier kommen jetzt Skelette, hier. Also, hier kommen jetzt aber Skelette. Das Spiel verarscht mich. Ganz eindeutig, das Spiel verarscht mich. Wir sind, glaube ich, sogar kurz vorm Ziel. Oh, großer Geldbeutel. Um 290.000. Ich glaube, da ist das Ziel und hier geht's zurück. Oder? Dem war doch so. Läuterungstrank. Tust du gar nicht. Du nimmst es gar nicht. Erzähl keine Scheiße. Und schon wieder fauliges Ambrosiafleisch. Ich hasse dieses Spiel. Ah, hier ist sogar ein X. Das bedeutet, da kommen wir nicht durch. Jetzt kommen wir durch. Ja, wir entfernen uns und hier geht's nämlich nach draußen. So, und ich glaube, hier kommen wir unter dem Brunnen raus. Unter dem Brunnen, was sage ich da? Unter der Brücke. Und da hat man gerade eben gesehen, wir haben es von dieser Seite hier öffnen können. Auf einer anderen hätten wir es nicht öffnen können. Ich glaube, das war diese Stelle, die ich gemeint hatte. So, und jetzt kommt, glaube ich, eine Zwischensequenz. I heard a voice. Budge. Let's move on. For pleasure is but another manifestation of the soul. We're nearly there. A distraction born of flesh. It is but pain's shadow, and no less a transient illusion. For the soul cannot find true pleasure in this world. Take care not to step on any stray bones. These are dark times for you. Dark indeed. Which rise and struggles against it. Come to join our flock, Arisen. This is the answer, dear. Unto all things, death and chaos. Thank you.
Das nennt man dann wohl mal ein Arschloch. Müssen wir tatsächlich nur gegen die Beschworenen kämpfen, sondern auch gegen die Verwandelten. Weil wenn ihr mal seht, die mit den Kutten, das sind die, die vorher hier bei der Versammlung dabei waren. Okay. War es nicht wirklich schwer, weil wir Gregor dabei hatten, der wie so ein bekloppter, dann Zauber gewirkt hat. Quite the sight that was. Though I suppose it's the stuff of every day to you, Arisen. I'd thank you to join me for a moment. Oh, Mason. This looks interesting. What's this? After the Elysian. Ja. Übrigens, das hier die Tür, die nicht aufging, ist verschlossen. So, ich frage mich, ob man da nochmal hochkommt. Jetzt mal nicht. Ich schätze mal nur, wenn man wieder von der anderen Seite reingeht. Beziehungsweise durch diese unter der Brücke. Die Zealots slip past. But at least we snared this one. An humbler prize, to be sure. But at least he's talkative. No honor among thieves, eh? Twas just a lark. All in good fun. I never gave over to that rot about destruction and salvation. Never. Just the same. It'd be trouble if we let him go free. Now that he's seen the two of us together. Wait! You promised me! It's all yours. I feel more familiar with this test. The Elysian spoke of you. Know that we said shall the Arisen ran counter to the tides. A heretic, he said. But I see you're a reasonable sort. The sort like to hear reason. I... It was not my place to question your judgment. What's to be gained from bloodying your hands? There's naught can stay the dragon's fire. What say we? There's many a pleasure to indulge in ere salvation comes. I'll gladly furnish the coin. Know that we shall follow. Ja, ich lass ihn. What was that? Rather too kind, aren't you, friend? Sparing his life will win you no thanks, least of all from him. Aye, he'll be around to stay your tongue presently. I'd hoped you might assist me further. But I fear you lack the stomach for my work, friend. I'll not have your conscience round my neck for a noose. Our partnership ends here. Ja, aber ich bin kein Arschloch. Ich töte nicht einfach einen unbewaffneten Unschuldigen, beziehungsweise unschuldig. Nicht wirklich, aber trotzdem unbewaffnet. Mach ich nicht. Da muss Mason sich einen anderen suchen. So, wir nehmen noch ein bisschen Katakombengold mit. Noch die Truhe hier und dann gehen wir hier raus. Ja, da hast du recht, Howie. Solch ein Mann, solch eine Verbindung, das wäre sehr, sehr gefährlich. Ich glaube. Ja, ja. Let us return to the capital. Ja. Und wir sind unter der Brücke, wie ich gesagt habe. What's this doing here? Ach ja, wir können hier. Hier ist noch eine. Ein Weg. Hier so. Weg und, ja, weil du einfach klein bist. Mach dich mal so groß wie ich, dann wirst du nicht mehr. Durchnässt. Schlachtbein schien. Ja, da ist auch immer was anderes drin.
Hier, guck. Und die werden alle durchnässt, das ist lustig. Ich bin einfach ein verdammter Riese. Das hat man auch bei Mason gesehen, bei der Gegenüberstellung. Weil er einfach wirklich fucking riesig. Und naja, ich bin halt nun mal so. Ich bin so geboren, ich kann da nichts für. So, will noch irgendeinen Greif hier angreifen oder so. Hä? Die Feinde denn? Was redet ihr bitte? Der redet komisch. Der redet komische Sachen. So, der Feind ist flink. Los, passt auf. Und dann ist da gar kein Feind. Ja, oh, das sieht so krass aus. Schon richtig gut aus, das Spiel. Ich frage mich, aus welchen... Also man hat diese Balken ja aus Performance-Gründen reingemacht. Also die Balken oben und unten. Ich frage mich nur, ob man es vielleicht nicht doch hätte anders lösen können. Ich glaube nämlich tatsächlich, es gab eine Zeit lang, also nach einem Patch, da wurde aber sofort wieder rausgepatcht, waren die Balken weg. Also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich mal gespielt habe, ohne dass die Balken da waren. So meine Erinnerung. Aber kann mich auch täuschen, wenn ich das erste Mal... So nebenbei. So, wir gehen jetzt. Ja, das ist schön. Hier, geh erstmal zu dem Kollegen jetzt wieder. Gib das Quest ab. Dann werde ich wohl mal in der Zwischenzeit, also offscreen, die Vasallen wechseln. Ja, das stimmt. Ich hole mir einen neuen Skelettschlüssel. Lustige ist, ich habe noch keinen einzigen gebraucht, aber habe schon 6 Stück oder so. Ja, ich habe mir auch welche gecraftet, aber trotzdem. So, ein Kriegshorn, davon brauchen wir nur 50 Stück oder so. Ist ja kein Problem. Ist ja nicht viel oder so. Weg. Then the gatherings of salvation did have sinister purpose. It is a grave shame the Elysians slipped our snare. We shall redouble our vigilance here to keep the city safe. I fear you are as like a target as Grand Sorin, though. Pray, be wary, Arisen. For now, I leave you with my thanks. Yay, Auftrag gemeistert. Ich habe gerade kurz vor ihm gestalkt, weil ich habe das Fenster offen und da ist ein Mofa vorbeigefahren und ich habe bei Open Broadcaster, wo ich jetzt mit aufnehme, habe ich geguckt, ob das zu hören ist und es war einfach nicht zu hören. Ach, es ist so toll, wegen Rauschsperre und so. Es war einfach zu leise und man hat es nicht gehört. Ich finde es gut. Ich will das nicht gefest, bitte. Ja. So, eine Forschungsgruppe. By the Duke's decree, we spare no effort in gathering knowledge concerning the worm. As one arm of that pursuit, we aid the faith in their examination of ruins and relics. One such ruin has of late become home to monsters. We've received a request for escort. They've asked for you by name, sir. What response might I give them? My thanks, sir. His Grace has commanded the utmost attention be given to such matters. Pray, speak to Father Geoffrey at the cathedral in the city for details of the task. Were the decision mine, I would set every man we have to defending our strongholds. But such is our duty. Recht mit Pater Geoffrey. Ja, das werden wir machen. Allerdings werde ich erstmal beim Händler vorbeigucken, ob der eventuell etwas für uns hat. Also etwas Neues. Neue Waffe oder so. Außerdem, Moment, ich guck gerade mal beim Status. Ja, okay, noch 2 Level. 2 Ränge, dann sind wir im Krieger komplett durch. Dann können wir alles vom Krieger lernen. Dann werde ich wahrscheinlich wieder mal umswitchen. Aber ich weiß auch noch nicht genau auf was. Wahrscheinlich auf Schützen und dann werde ich Taui zum Krieger machen. Aber mal gucken. So. Das wollte ich gar nicht, ne?
So, ja. Du hast was Neues. Nein, hast du nicht. Nichts Neues, okay. Ich würde gerne Reynar hier irgendwo haben. Aber der ist natürlich wieder nicht da, wenn man ihn braucht. So, ich muss mal gucken. Ich denke, ja, Fähigkeiten müsste ich jetzt ein paar neue haben. Fähigkeiten, Kühnheit, Verwegenheit. Kühnheit halbiert in der die erlittenen Verletzungen, wenn der Anwender einen konzentrierten Treffer erleidet. Verwegenheit gewährt mehr Standfestigkeit bei einem konzentrierten Treffer. Konzentrierte Treffer sind wahrscheinlich stärkere Schläge oder so. Mache ich beides mal. Ich meine, wir haben ja genug Disziplin-Punkte. Muss mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas totaler Vorstoß. Dann könnte ich. Vorstoß könnte ich, verbessern. Genossen den Corona-Sturm. Also den Funkensturm zum Corona-Sturm. Schlag des Rückhalts. Bündelt alle Kraft zum letzten Angriff. Fordert in der Vorbereitung die Unterstützung von Verbündeten. Kampfschrei. Nee, brauche ich nicht. Unbeugsamer Hieb. Schwertschleuder. Rückzugsschlag. Totaler Vorstoß. Eine verbesserte Form von rasender Vorstoß mit noch mehr Reichweite, der keinen Gegner etwas entgegensetzen kann. Ja, okay, ich behalte mal diese drei Angriffe, die ich tatsächlich habe. So, was kann Taui denn lernen? Ja, von Dolchen ist nichts Neues. Elffacher Pfeil, das ist in Ordnung. Todespfeil und die Körperfessel, das ist auch in Ordnung. Weil sie könnte tatsächlich sowas wie Pfeil der Invasion oder so lernen. Anstatt den Todespfeil. Das ist gar nicht Todespfeil, ist die Weiterentwicklung von was? Ich sehe das hier gerade gar nicht. Sechsfacher Pfeil, das hat auch eine 10-facher Wirbel. Ja, aber das ist, glaube ich, gerade und nicht konzentriert. Und der elffache Pfeil ist, glaube ich, konzentriert. Und der 10-fache Wirbel, das ist so in einer Reihe von links nach rechts abgeschossen. So, ich mach mal einen Pfeil der Invasion. So, gravieren, da kann es nichts Neues. Boah, da kann es richtig viel Scheiße. Okay, heute die Wirkung der verwendeten Stärkungsmittel. Stabilität. Ganz nützlich für später. Flugbahn. Morbidität. Präzision. Mal Präzision werde ich machen. Effektivität. Erhöht die Wirkung der verwendeten Stärkungsmittel. Ich weiß nicht. Okay, Flugbahn mache ich. Erhöht den angesammelten Schaden von Gegnern, wenn diese nicht durch Erzmagieangriffe geschwächt wurden. Hört sich irgendwie gut an. Ich weiß nicht warum. So, dann machen wir mal neue Fähigkeiten festlegen. Du kriegst hier anscheinend den Todespfeil, den Pfeil der Invasion. Ja. Und. Okay, Rückstoß. Neid, Arms, Stärke, Geschwindigkeit, Strahlen. Strahlen kannst du wegmachen. Du kriegst erstmal die Präzision rein. Langlebigkeit. Langlebigkeit kann ich bei ihr auch tatsächlich raushauen und die Flugbahn reinmachen. Die Obergrenze der Ausdauer sollte man drin lassen. Armstärke kann man raus und dann statt Mobilität rein. Wobei, Schneid kann eigentlich raus. Die verbrauchen das nicht wirklich. So, und dann ich. Ich habe das hier alles so, wie es war. Ich habe noch Kühnheit und Verwegenheit. Ich denke, ich mache mal das rein. Und das Hochgefühl tue ich raus, weil ich will nicht kurz vor Schwelle zum Tod stehen. Deswegen bringt mir die Fähigkeit eigentlich nichts. Ja, das war's. Und
da war mein Handy und hat gesagt, ey, du musst Part beenden und so. Und das mache ich jetzt auch. Das war's für diese Folge, Leute. In der nächsten Folge werden wir höchstwahrscheinlich die Hauptquest weitermachen. Also die nächste. Ja, Gregor, ist schon gut. Ich weiß aber noch nicht genau. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich mich mal kurz nach Casades begeben, um zu gucken, ob es da neue Quests gibt. Naja, wie gesagt, bis zur nächsten Folge, Leute. Servus.